So Leute, da sind wir wieder. Ihr seht, es ist der 26. Tag im Sommer des ersten Jahres. Mafi darf jetzt weiter drücken. Was vielleicht, du sagst dir, wenn ich drücken darf. Ich sag dir. Dir. Jetzt hast du mir gesagt. Jetzt habe ich auch gedrückt. Dir. Ja. Ach, Mafi. Oh, heute, it's raining rain. Ja, morgen wird sonnig. Ich gehe mal unsere nicht existenten Tiere streicheln. Oh, vorher ernte ich Kaffee. Und dann gehe ich mal unser ganzes Zeugs holen. Jupp. Und das packe ich dann in die Kiste, die davor steht, ne? Ja. Sollte genug reinpassen. Da können wir auch den Melkeimer und sowas alles reinschmeißen. So, ich muss das jetzt alles da rausziehen, Leute. Das heißt, ich werde jetzt einfach die Taste gedrückt halten. Schneller geht's leider nicht. Ja. Soll ich schon mal anfangen, währenddessen Neues zu hacken? Kannst du theoretisch machen, ja. Wenn du schnell genug machst, kann ich nie aufhören, Heu rauszunehmen. Da wird das eine sehr spannende Folge. Ja, das ist witzig, Leute. Jetzt seht ihr da oben, wie das Heu nachgemacht wird. Die Raufe ist leer. Bauer in Silo und Mähe Gras mit deiner Sense, um sie wieder aufzufüllen. Was? Schon leer gemacht? Achso, jetzt Raufe heißt das. Was heißt was? Raufe heißt das Ding, wo ich das herhole. Aha. Wow, das geht jetzt aber irgendwie schneller, als du es nachlegst. Haben wir gerade einen Exploit gefunden, oder was? Warum? Naja, weil ich jetzt... 240 passen rein, ne? Ja. Du hast jetzt aber 46 erst rein und ich bin bei über... Weil ich bin bei fast 500. Ich glaube, ich habe gerade einen Multiplayer-Exploit gefunden. Ups. Ich bin bei über 500. So, 539, 540. Du hast jetzt ein bisschen was nachgelegt, 66, so. Ich dürfte ja nicht mehr als ein 70 jetzt haben, so. Na warte mal kurz, ich lass es mal unten weggehen, damit ich weiß, wie viel es ist. So, mach du mal dein Inventar leer in der Kiste. Moment, warte mal. So, so, warte mal, ich habe 644, so viel hast du definitiv jetzt nicht abgekriegt. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wie viel im Silo drin ist. Ja, mach mal. 26, so. Jetzt gehe ich ganz kurz, du machst nichts, ich gehe zur Raufe und hole mir alles, was drin ist. Das müssten jetzt 26 sein. So, die Raufe ist leer. Ja. So, jetzt sensen wir ein bisschen. Ja. So, okay. 15, 20, 23, 26, okay. 30. 30 jetzt insgesamt erst? 40. 50. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Oh, 60. 70. 80. Ja, gut. Jetzt klappt's nicht mehr. Oh. Aber du hattest erst noch nicht über 200 drin, oder? Nee, ich war erst bei 70 irgendwie. Ja. 110. Ja, das kommt eher hin jetzt. 130. Ich habe keine Lust mehr. Trotzdem haben wir jetzt sehr viel. Das sollte, glaube ich, reichen für ein bisschen. Ah, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Hast du dich gemutet? Ich habe aus Versehen das Heu wieder zurückgeschmissen. Da. Und es sind... Ah, jetzt hat das zurückgerechnet. Es sind nur 25 drin. Moment, was? Naja gut, wir haben 644 da in der Kiste. Das ist eine Menge. Ja, aber es sind nur 25, obwohl ich gerade über 70 da rein... über 100 da reingeschmissen habe. Und ich habe hier leider jetzt dort was liegen, was nur weggeht, wenn wir einen Huhn hätten. Also das ist noch ein bisschen Updates. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das gerade... schwierig ist. Ja, das wird doch alles gepatcht dann, aber wir haben erstmal einen Exploit gefunden, das ist schon mal gut. Suki, I feel ya. Ich bin auch zwischen, ich will schlafen und ich muss aufnehmen. Ja, Suki, du musst morgen früh raus, ne? Dann, ist nicht so schlimm, geh doch schlafen. Eben, und, Suki, du kannst alles auf YouTube nachgucken. Erstmal das und zweitens wecke ich dich morgen früh doch wieder.
Oh, das ist aber toll. Weckst du mich auch? Also, sobald ich wach bin, melde ich mich bei dir. Ist, glaube ich, eher das Richtige. Also, ich kann dich auch wecken. Du musst mir nur sagen, wann. Das weiß ich nämlich gerade Gegen nicht. 8? Gegen 8? Achso, du redest nicht mit mir, du redest mit Sugi, ne? Sollte ich auch wecken? Ja. Nein, mach mal nicht, wenn mein Telefon früh klingelt, sei sie tötet mich. Musst du sie rangehen lassen. Dann tötet sie dich. Ich sag einfach ja, du darfst. ja, Suki. Wie immer, darfst du natürlich. Auch wenn es nicht um mich ging, du darfst ihn trotzdem anrufen. Ich behaupte das einfach. Ich glaube, er freut sich, wenn du ihn anrufst. Ja, ich freue mich immer. Siehst du? Manchmal weiß ich auch Sachen. Nicht immer, aber manchmal. Manchmal behaupte ich auch nur Sachen zu wissen. Wissen mit Ü. Suki, ich wecke Fox anders dann. Ich brülle dann einfach in das, wenn er rangeht, in das Telefon. Aufwachen! Das mache ich bei dir nicht so. Du darfst das morgen früh nur nicht verwechseln. Sowas ist nicht witzig, darüber Vor allem lacht man sollte ich nicht. Sassi dran sein. Dann bringt sie mich wirklich um. Ja, aber wenn du es verwechselst, ist es egal. Dann bring dich alle um. Ja. Was auch immer, ich bleibe einfach dabei, meine Freundin zu wecken und das. Gute Idee. Das könntest du tun. Ich sage ja nur dein romantischer Text heute, der Vergleich mit dem Steam Sale. Suki, das könntest du tun, dann würde ich aber aus dem Bett rollen. Oha, wir kriegen Fußweg? Ja, da hinten so ein bisschen. Damit Ich das Gras beantrage nicht da bitte, drüber wächst. ich beantrage bitte einen Fußweg voll, von dem vom Feld runter zum Angelteich, also zum Pottteich, wo die Kommt noch. Schlepppots sind. Es ist auch alles freigehackt schon jetzt so. Oh, ich brauche mehr Steine. Muss mehr Steine kaputt machen dafür. Unten sind, glaube ich, noch große Steine. Ja, die kann ich jetzt auch kaputt machen. Stimmt, das wollte ich sowieso mal machen. Suki verwöhnt mich einfach nur. Indem sie dich nicht weg mit Aufstehen! Das hat sich sehr gruselig angehört. Hey, Mikrofon gerade so krass übersteuert oder warum hat es das so komisch Ja, angehört? das war mit dem Mikrofon. Bin extra nah rangegangen, damit es krass übersteuert. Ich hoffe, ich Ah, habe du Sugi damit meinst jetzt nicht zu so. sehr verstört. Dass man ganz nah rangeht ins Mikrofon. Goldini, Goldini. Wow. Ach so, und ich habe zusätzlich meine tiefe Gruselstimme gemacht. Achso, deine tiefe We we Gruselstimme. weißt du, die Gruselstimme, wo Steffi immer total das Kribbeln bekommt? Steffi? Ja, wenn ich das, muss das mal, also nein, ich darf das ja nicht mehr machen, aber wenn ich das mal mache, wenn wir bei Steffi sind, die kriegt so die Krise da, wenn ich das mache. Also, wenn ich in dieser Stimme rede. Da flippt die richtig aus. Na, Suki, mach mal nicht. Hör dir die MP3 an. Nein. Nicht weinen. Das war nicht so gemeint. Ich bin ein ganz lieber. Ich bin ein lieber Fuchs. Er will doch nur spielen. Was? Was? Ich will doch nur spielen. Ich sollte das nicht machen, oder? Nein, solltest du nicht machen, sonst weine ich mich nachher noch in den Schlaf. Oh je, das habe ich lange nicht geschafft. Nein, Sugi, von mir musst du echt keine Angst haben. Ich bin ein ganz, ganz harmloser Mensch. Ja, du triffst Also mich mit anders, Exakt. ich bin harmlos Mensch, das ist noch nicht bewiesen. Ich bin immer der Meinung, du bist eine Pflanze. Photosynthese. Richtig, ich kann es nur noch nicht beweisen. Ja, du forschst aber auch nicht. Es ist heute Freitag übrigens, wir wollten heute noch Samen Ah, kaufen. damn! Der hat schon zu, glaube ich. Hat er? Ich glaube, 19 Uhr. Ich könnte noch mal gucken gehen, aber ich muss gerade noch diesen Fisch fangen.
Du hast eher Angst um Mafi oder wie? Er ist noch da. Ich kann nicht gucken, ich muss angeln. Er hat ein großes Ei, soll ich das kaufen? Dann Ähm, brauchen wir nur noch ein braunes Huhn kaufen, weißt du? Da haben wir ein großes weißes Ei. äh, ja, kannst du kaufen. Kostet aber Nein, wir 1000, aber kaufen es uns ist kein uns. braunes Huhn, wir kaufen uns einfach eine Ziege dann, glaube ich. Das Ja, sollte reichen. ist es uns ein Tausender wert, ein großes Ei? Ja, nimm das mit. Okay. Oh, gegessen. Nein, war ein Spaß. Ich habe auch noch eine Seed genau geholt. Ja, sehr gut. Ziegenmilch brauchen wir nicht. Käferfleisch, Hüllenkarotte, Weintraube, nee. Oh, jetzt hat er Ah. gerade zugemacht. 20 Uhr hat er zugemacht. Wenn Fox böse ist, kriegt er eins auf den Deckel. Bloß gut kam das nur gerade bei mir falsch an. Weil an meinem Ende klang das, wenn Fox böse ist, kriegst du eins auf den Deckel. Nee, kriegt er eins auf den Deckel. Und das hätte mich doch sehr verstört, warum andere eins auf den Deckel kriegen, wenn ich böse bin. So, ich verkaufe die Saat gleich, ne? Genau so ungefähr. Ich hab noch einen Feuerquarz, wo kommt denn der hin? Da Unten unten. Ja, rechts. da. Ne, unten links, stimmt. Braucht man den für irgendwas? Ja, deswegen sage ich ja, das kam nur bei mir falsch. Und ich habe es im zweiten Moment dann auch richtig verstanden, beziehungsweise richtig gehört, weil ich wusste, was er sagen wollte, aber es wäre schon sehr komisch gewesen. So, die ganzen Steine, die ich heute gefunden habe, werde ich für Steinwege verwenden. Pflastersteinpfade, ne? Ja, wir haben noch vier Öfen, ne? Ja. So, jetzt kann ich den Weg zu Sassis Hütte machen. Sassi könnte auch mal wieder mitspielen, dann sind wir ja zu dritt. Ja. Ich hab einen Trommelblock. Seit wann habe ich den denn da? Den habe ich dir dahingestellt. Das habe ich nicht gefragt. Also seit gestern. Ah ja. Wenn du es so Wir können genau uns eigentlich wissen schon ein willst. Tier holen, ne? Ja, eben. Wir könnten uns ein Tier holen. Haben wir 4000, das heißt, wir können uns kein Schwein leisten. Ach, wir haben sowieso noch keinen Schweinestall. Eben, wir bräuchten ihn auch in der maximalen Ausbaustufe, um ein Schwein zu bekommen. Wir können uns Ja, jetzt wir nur bräuchten Hühner Kühe. leisten und Enten, glaube ich. Ach so, wir haben ja. Nee, du kannst dich nur Hühner leisten. Achso, Enten dann und Kaninchen im nächsten und dann die Dinosaurier im letzten, glaube ich. Nee. Im Moment. Saurier auf jeden Fall im letzten. Aber ich glaube. N? Ich will Nee, nicht Kaninchen sagen. kannst du auch nur im letzten. Ja, ich will nicht sagen, ich habe gerade meine Uha. Armlehne verloren. Uha. Ach nee, ich habe keine Armlehne auf der rechten Seite mehr. Geh mal raus. Morgen ist Tanz der Mondlichtquallen. Echt? Warum habe ich denn da keinen? Dann habe ich im Fernsehen geguckt. Ah, gab keinen Sehr Brief glückliche dafür. Geister. Oh ja. Das hat sich voll gelohnt. Malone. Ich ernte noch ein paar Schnecken Warte mal, ich will mal was hier. probieren. Ich glaube, das funktioniert nicht, aber ich will es trotzdem probiert haben. Nee. Probierst du? Ob ich den Glitch mit Melonen ausführen kann. Ob er den Test sozusagen macht. Schau da. Frage ist jetzt, ändert er da die Qualität nochmal? Offensichtlich nicht. Oh, doch. Der Glitch funktioniert. Was tust du? Ich glitche mir Goldmelonen. Naja, dann haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Geld dann. Eben, das dauert jetzt eine Weile und Leute, ihr hört dieses komische Geräusch. Warte mal, ich werde mal ganz kurz den
Sound davon tatsächlich einfach runterdrehen. Anpflanzen lohnt sich ja nichts mehr, ne? Töne. Nee. Morgen ist ja die Season rum. Funktioniert das? Manchmal hat es funktioniert. Also, ich habe auf jeden Fall schon mehr, aber es kann natürlich sein, dass es eine Weile dauert, ehe der den Test erfüllen kann. Ja. Ich habe übrigens noch was für Gunther in die Kiste reingemacht bei dir da oben. Okay, ja, habe ich gestern gesehen, irgendwas. Irgendein Zahnrad oder sowas. Das geht noch und das geht über die Seasons noch und der Rest ist sowieso weg. Ich finde übrigens, dass man aus Müll auch mal Artefakte rauskriegen sollte, wenn man es recycelt. Ja, es ist halt, ja, kann man, könnte man machen. Okay, so. Ich mache den Ton wieder rein und dann muss ich, achso, ich muss die Dinger wieder. So, das reicht als Platz. Also es hat ein bisschen geklappt. Schlaf schön, Suki. Gute Nacht, Suki. Schön, dass du da warst und schau doch einfach am Donnerstag in die Folge rein, dann weißt du, wie es ausging. Ja. Oder dann am Freitag. Hui. Oder frag mich morgen früh. Oder frag ihn morgen früh, genau. Ah, jetzt holt er die Axt raus und haut den. So, ich lass. Eigentlich brauchen wir nicht mehr als 19 Melonen, ne? Eigentlich nicht. Das heißt, ich verkaufe die gesamte Ernte, die wir von jetzt haben. Du bist ja nicht so der Fan von komplettes Saatgut aus der Ernte neu züchten. Ich sehe es halt den Nutzen nicht für diese Sachen, weil dir das zu kaufen ist halt günstiger. Ja. Also bei sowas wie Ancient Fruits kann man das machen oder bei sowas wie den Rare Seeds, aber die anderen Sachen sind viel zu wertvoll. Ja. Na, uralte Früchte werde ich halt dann nachher dann, wenn es denn soweit ist mit dem Gewächshaus, im Gewächshaus ein paar anpflanzen wollen. Stimmt, du willst ja das Gewächshaus dafür nutzen, ja. Also du wirst, vielleicht halbieren wir es, oder ich nehme an, ich glaube, es reicht auch, wenn ich einfach nur ein Viertel davon habe. Ja, wenn du sie halt per Hand gießen willst, könntest du auch Flowerpots dafür nehmen, aber das ist halt kacke. Ja, Flowerpots sind nicht so geil dafür. Weil ich dann jeden Tag von Hand gießen muss und eben. Gießen bringt halt nichts. Aber ich denke, sie werden noch einen Support machen, dass Flowerpots auch noch mit Sprinklern beregenbar sind, weil es ja eigentlich nur logisch. Ja. So, warte mal, was kosten uns die besseren Sprinkler? Eisenbarren, Goldbarren und verfeinerter Quartz. Was dagegen, wenn ich mir unser ganzes Eisen für Sprinkler ausgebe? Nö, eigentlich nicht. Okay. Aber wie viel Kupfer haben wir eigentlich da noch? 10. Brauchst du das? Nee. Dann würde ich daraus eventuell noch Crabpots machen, Paul. Okay. Kannst du machen. Wir haben jetzt aber kein Eisen mehr. Ja, da muss ich nochmal. Es ist nur unten ein bisschen Eisenerz in der Angelkiste bei mir. Ah, okay, das ist gut. Also ich habe jetzt erstmal halt Gold wieder reingehauen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. Ja, wie gesagt, ich habe erstmal wieder Gold reingehauen. Kann ich jetzt eigentlich schon. Ja. Du siehst, wir kriegen eine Menge Gold zusammen. Ja, ich muss gucken, dass ich Mining höher treibe morgen. Ja, kannst du ja ein bisschen Zeug holen. Weil wenn ich in der morgigen Folge Mining hochtreibe, dann kriege ich ja die Transmute-Sachen. Und dann kann ich aus Gold halt auch Eisen machen. Relativ effizient. Ja, dann gehst du auf Ebene 50 und prügelst dich von da aus los und kannst halt viel Eisenerz direkt schon holen. Genau. So, ich weiß, ihr tragt nicht mehr, aber ich gieße euch heute trotzdem nochmal ausnahmsweise. Vielleicht trägt doch nochmal irgendwas morgen aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht kommt in der Nacht die Fee nochmal. Genau, deswegen gieße ich es nochmal. Frage viel. Ich überlege gerade. Achso, ich brauche.
ich will nicht diese Wege. Da brauche ich doch nochmal ein paar andere Sachen. Einfach um mir das leichter zu machen. Ach. Wie viel Sprinkler hast du rausgekriegt? 8 Stück und ich hatte schon einen, also 9. Ah ja, hast du noch, brauchst du noch Refine Quarz oder sowas? Jetzt gerade nicht, aber immer haben. Achso, du wolltest halt nicht verwenden. Es sind halt noch 25 unten drin in der Kiste. Ah ja. Wenn ich also welche brauche, weiß ich Bescheid, wo es den gibt. Richtig. Quarz, ein paar Steine sind drin, ein bisschen Holz ist drin. Alles, was ich halt aus den Recyclingmaschinen rauskriege, habe, schmeiße ich erstmal da rein. Genau, sehr gut. Kohle, Eisenerz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein. 3. So, 9 Stück haben wir, ne? 1, 2, das heißt da. Na, die Kaffeebohne hier kommt weg. Da kommt das, das sind, hin und dann der Sprinkler. 72 Anbauflächen, ne, die du damit abdecken kannst. Hä? Das sind 72 Anbauflächen. Eben. Die du nicht gießen musst. So. Ich setze nur immer so ein... Ah, das war dumm. Den da hinten brauche ich gar nicht. Ich setze nur immer so ein Bodenteil, so ein Wegteil drunter. Ja, damit weil du mit aufhackst. Schotterpfad, weil man den sieht man nicht, aber man kann ihn nicht mit abhacken. Und das ist halt schon ziemlich praktisch. Ich habe jetzt, 3x3. Ich habe insgesamt 9 dort und dann passt das schon. Ja, woran lag es? Am Eisen oder woran, dass du nicht noch nicht genau, mehr es lag am Eisen. Naja, das kriegen wir ja ran. Dann würde ich sagen... Heute lohnt es sich nicht mehr, aber... Heute lohnt es sich nicht mehr. Heute lohnt es sich nicht mehr. Du kannst nochmal unten in die Angelkiste gucken, was du brauchst, oder das auszusortieren. Minenarbeit habe ich ja auf 5, das heißt, ich kriege ein Erz mehr pro Vene, das ist auch schon mal ganz gut. So, ich werde mal die ganze Kiste hier aussortieren, ne? Ja, mach mal. Also... Die Köder und Fische kannst du drin lassen. Na, Fische nehme ich auch schon mal mit hoch. Nee, lass sie mal drin. Die kannst du dir holen, wenn du sie brauchst da. Ja, ich hatte sie halt in die Fischkiste gepackt, aber... Oh well. Ja. Aber du willst ja die anderen Fische willst du ja nicht zum Köder verarbeiten. Deswegen kannst du zum Köder... zum Dünger verarbeiten. Deswegen kannst du für Dünger immer an die Kiste rangehen. Ah, das ist schlau. That's very, very intelligent. Außerdem ist die Kiste nicht ganz so sinnlos, wenn da noch 20.000 Fische drin hängen. Also... Okay. Ich dachte, das ist nur deine, ich habe keine Lust, die Sachen auszuräumen, Kiste. Nee, das ist die, Bait und, Crab-Fisch. Ja, ja, aber ich dachte, du hast das halt nur da, weil du das nicht schon hochbringen willst, gleich das fertige Zeug. Das ist nur der Teil, der quasi Rohstoffe sind aus den Recyclingmaschinen. Okay. Ja, die anderen Fische sind tatsächlich aus gutem Grund da drin. Okay. So, dann möchte ich... hier wahrscheinlich den Weg durchmachen. Erstmal, da kann ich das ja hier weghacken. Und hier mache ich jetzt erstmal einen 1 breiten Pfad. Was ist das für 1 breiter Pfad? Ja, die Fackeln kannst du halt auch drin lassen, ja. Weil die Fackeln braucht man halt nicht. Ja. Na, ich werde die wahrscheinlich hier... Ich werde nie diesen Pfad nutzen. Hä? Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Pfad nie nutzen werde. Du wolltest einen Weg haben. Ich will den Weg haben auch, ja, aber ich werde ihn nicht nutzen. Ich werde immer irgendwie quer laufen. Habe ich da schon jetzt Bait reingemacht? Ja, ist drin. Oder? So. Ich könnte den Weg auch hier hochführen, aber das ist sehr egal. Ja. So. Und diesen Weg müssen wir dann auch beleuchten am besten. Naja, ich habe ja noch genug Fackeln da. Also. Daran soll es nicht liegen. Naja, ich hau die Fackeln halt einfach auf den Weg drauf, weißt du? Ja. Und ich hau mich ins Bett rein. Morgen ist übrigens wieder Sonntag, ne? Ja. Ich hab was verkauft. Sehr gut. So, ich mache nur noch ein paar Fackeln hier an den Weg ran. Und dann bin ich auch gleich da. Ja, ich sollte das vielleicht ohne meinen Glowring setzen, damit ich besser sehe.
Aber. Wäre eine Möglichkeit. Naja, ich mag meinen Glowring. I'm on the edge of Glowring. Moment, was? Was? War heute nicht Dance of the Moonlight Jellies? Nee, morgen. Ah, das erklärt mir. Beim Wetterdings wird das immer am nächsten Tag erst angezeigt. Ah, ja. Hofarbeit Stufe 7. Oh, ich kann jetzt... shit. Was denn? Das hat sich gelohnt. Achso, gucke ich mir gleich an. Gießkanneneffektivität und Hackeneffektivität. Neues Rezept, der Webstuhl. Und ich kann Hydrogel, Qualitätshydrogel herstellen, was ich nie genutzt habe. Du brauchst Hofarbeit Stufe 10, glaube ich, um das Quality-Dünger zu machen, ne? Das weiß ich gerade gar nicht. Oh ja, das hat sich wirklich gelohnt. Ja, naja, klar, die Melonen halt, ne? Ich meine, die 16 Melonen in Goldqualität sind fast so viel wert wie die anderen. Also, ja. Wenn der Exploit funktioniert hat, hat sich's gelohnt. Jetzt können wir auf jeden Fall Dinge tun. Das stimmt. Und dann noch Tomaten und Peperoni. Keine Ahnung, Leute, warum er das nicht hier unten noch mit ranmacht. Ich glaube, das hat was mit kleineren Bildschirmauflösungen und so weiter zu tun. Aber okay. So. Das war's dann aber tatsächlich auch schon für heute, ne? Ist richtig, oder? Ist richtig. Ja, richtig. Und morgen werden wir in die Mine gehen. Ich werde mein Mining-Level noch weiter hochtreiben, um dieses Transmutation-Rezept zu bekommen. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.